Das Team um Sanitäter Michael Winkler und Franco Fabiano werden diesmal zu einem besonders schweren Unfall gerufen. Die Leitstelle Köln, guten Tag. Ja, hallo, mein Name ist Sabine Kissler. Ich brauche dringend einen Rettungswagen. Hier ist ein ganz, ganz schlimmer Unfall passiert. Was genau ist denn passiert? Ich weiß es. Ich habe nur gesehen, dass eine Frau vom Auto angefahren worden ist und ein Linienbus. Der musste eine Vollbremsung machen. Hier sind ganz viele Verletzte. Bitte kommen Sie schnell. Okay, können Sie mir sagen, um wie viele verletzte Personen es sich ungefähr handelt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo genau sind Sie denn, Frau Kissler? In der Straße. Hausnummer 13. 13 sehe ich hier. Bitte kommen Sie schnell. Okay, bitte bleiben Sie vor Ort. Wir schicken Ihnen ein Rettungsteam. Sie können jetzt auflegen, okay? Ja, alles klar, danke. Am Unfallort bietet sich den Einsatzkräften ein chaotisches Bild. Mehrere verletzte Personen, zum Teil stark blutend. Wir kommen sofort zu Ihnen. Sie gehen erst darüber, okay? Also folgendes, mehrere Verletzte. Wir gehen von Busunfall aus mit mehreren Verletzten. Folgende Vorgehensweise. Ihr baut eine Patientenablage auf. Wir können den RTW verbrennen. Du organisierst das, ihr baut die auf. Du schnappst den Klemmbrett und die Anhängekarten. Dann machen wir eine erste Sichtungsrunde. Ich sag mal, in 7 Minuten wieder hier zur Lagebesprechung. Okay? 10 minus 7. Hier vorne. Dann vor. Schnapp dir ein Klemmbrett. Dort Patientenablage, okay. Dass wir die Geräte in einem Bereich haben. Okay? Alles klar. Also, waren Sie beteiligt? Nein, ich habe nur alles gesehen. Ich hab okay, sie auch ich komme gleich zu Ihnen. Ja. Waren Sie beteiligt? Ja, ich habe aber nur leicht verletzt. Wir sind beide aus dem Bus. Ja, wir sind aus dem Bus. Wir tun nur Kopf ein bisschen, aber eher schon blutet schwer. Ist Ihnen schlecht oder schwierig? Nee, ich habe nur ein bisschen Kopfschmerzen. Nehmen Sie blutverdünnende Medikamente? Nein, nehme ich nicht. Aber eher hier. Kategorie 1. Ja, ruhig, alle da. So, Riede, mein Name, ich bin der Notarzt. Was ist Ihnen passiert? Ich bin mit dem Kopf an die Stange geschlagen. Gut, können Sie sich an alles erinnern, was passiert ist? Ich denke, ja. Ist Ihnen jetzt schlecht? Ja, ich habe nur Schmerzen. Ich hab einmal ganz normal atmen. Nochmal. Scheiße. Gut, wird alles gut jetzt. Ruhig. Ist Ihnen jetzt schlecht oder schwindelig? Nein, blutverdünnende Medikamente nehmen Sie nicht ein. Kategorie 2. Waren Sie beteiligt? Ja, ich war im Bus. Sind Sie mit dem Kopf angeschlagen? Nein, ich bin nur so hingefallen. Aber mir ist nichts passiert. Ich habe mich um die anderen gekümmert. Kategorie 3. Also wir gehen da schematisch vor. Wir haben da bestimmte Kategorien. Kategorie 1 bis 3 sind erstmal die für uns zutreffenden. Kategorie 1 Patienten, die bei uns rot sind, die sind halt auch farblich kodiert, sind die zeitkritischen, lebensbedrohlich verletzten Patienten, die einen zeitnahen Transport benötigen. Dann gibt es die Kategorie 2, das sind unsere Gelben. Die sind auch schwer verletzt, aber nicht so zeitkritisch, dass sie umgehend transportiert werden müssen. Und dann haben wir noch die Kategorie 3, das sind die zu betreuenden Patienten. Die können halt auch Verletzungen davongetragen haben, sind aber augenscheinlich erstmal nicht so schwer verletzt, dass sie erstmal etwas später versorgt werden können. Zur besseren Erkennung werden den Patienten daher farbige Kategorieschilder umgehangen. Doch Priorität haben nun zunächst die schwer verletzten Personen. Den Kopf nicht mehr bewegen, den Kopf ganz ruhig liegen lassen. Aber haben Sie beobachtet, was mit ihr passiert ist? Ich war im Wagen und auf einmal stand der Bus da und Sie bleiben ganz ruhig, den Kopf nicht mehr bewegen jetzt. Den Kopf nicht mehr bewegen. Einmal atmen. Beidseits belüftet. Brettharter Bauch. Die Dame zum Beispiel, die unter dem Auto lag, das war eine klassische Kategorie 1 Patientin. Die hatte einen brettharten Bauch, das spricht für eine innere Blutung. Die hatte eine sogenannte Open-Book-Fraktur am Becken. Das heißt, ein instabiles Becken war auch vorhanden. Ins Becken können bis zu 5 Liter Blut einbluten. Das heißt, die Patientin verblutet dann innerlich, wenn sie nicht schnell behandelt wird. Hat sie jetzt gerade irgendwas gesagt von einem Kind, was noch fehlt? Ja. Das müssen wir gleich mal der Polizei melden. Sollte sich noch ein verletztes Kind in der Nähe befinden, muss rasch gehandelt werden. Die Dame da vorne, die Schwerverletzte, die sagte irgendwas von einem Kind, welches ihr fehlen würde. Okay. Könnt ihr vielleicht mal hier im Umkreis gucken, ob da irgendwie noch ein Kind gefunden wird oder so? Alles klar. Ich danke dir. Die Situation spitzt sich zu. Die junge Mutter ist kaum zu beruhigen und versucht immer wieder aufzustehen. Dabei schwebt sie selbst in akuter Lebensgefahr. Wo ist mein Kind? Ganz ruhig. Wir schauen nach ihrem Kind, ja? Sie saßen im Bus? Nein. Nicht. Ich bin von da hinten gekommen und habe gesehen, wie die Frau einsteigen wollte. Gut. Hat irgendwas reingeschoben, ich weiß nicht was, und ist dann in der Tür hingegangen. Also kann es ein Kinderwagen gewesen sein? Es kann sein, ich weiß, mir nicht sicher. Ich habe nur gesehen, wie sie mitgeschliffen worden ist. Alles wird gut. Mach mal eine Nahbereichsfahndung oder zumindest mal ein paar Kräfteanforderungen. Das Kind ist nicht hier. Das ist nicht hier. Das war im Bus, oder was? Es war wohl im Bus, genau.
Während die Polizei umgehend die Fahndung einleitet, kümmern sich die Rettungskräfte um die weiteren Verletzten. Durch den abrupten Halt des Busses ist eine ältere Frau gestürzt. Okay, Bein ist außen rotiert und verkürzt. Ich vermute Oberschenkel-Halsfraktur. Machen wir mal Kategorie 3 raus. Unter Umständen revidiere ich das gleich. Im Bus haben wir eine ältere Dame vorgefunden, die dort auf dem Boden lag. Die hatte dann einen Oberschenkel-Halsbruch. Da gibt es so klassische Symptome für. Also das Bein ist verkürzt auf der betroffenen Seite und nach außen verdreht. Das spricht immer dafür, dass der Oberschenkel-Hals gebrochen ist. Da kann halt auch eine Menge Blut einbluten, deswegen muss die halt auch versorgt werden. Dann der weitere Bodycheck war unauffällig, also war da das Hauptproblem tatsächlich eine isolierte Oberschenkel-Halsfraktur. Und unter Umständen muss der Oberschenkel-Hals operativ versorgt werden. Nach wenigen Minuten hat das Rettungsteam alle Personen aufgenommen und kategorisiert. Jetzt kann sich Einsatzleiter Tom Riedel um die Verteilung der Einsatzkräfte kümmern. Ihr seid aufnahmebereit? Jetzt ganz alles klar. Wie viele Verletzte haben wir? Insgesamt 9, 5 3 kategoriert und 4 2. Kategorie 1 haben wir 2. Okay. 2 rot? Ja, ist okay. Ja. 2 rot. Genau. Okay. Hier hast du ihr gesichtet. Gut. Soweit alles fertiggestellt. Ja. Du musst jetzt nur sehen, fängst du mit der Behandlung da an. Kurze Info. Ja. Also, Feuerwehr ist unterwegs. Ja. Des Weiteren sind noch 2, 3 RTWs, 2 KTWs nachalarmiert. Ja. Sowie ein NEF. Und die versuchen noch ein NEF zu bekommen, wird wahrscheinlich der Hubschrauber, weiß man noch nicht. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, die von dem RTW hier sind, seid ihr dabei, übergib mal bitte dein Klemmbrett meinem NEF-Fahrer. Ja. Ihr kümmert euch hier um die Patienten. Ja. Der andere RTW sammelt erstmal alle anderen Patienten ein, die fußläufig sind. Die müssen hier konzentriert werden, dann könnt ihr euch hier um die kümmern. Genau. Danach brauche ich noch jemanden, der mit mir zu der Schwerverletzten geht. Also es ist schon eine sehr schwierige Situation, wenn wir an so eine Einsatzstelle kommen. Da sind dann natürlich auch Patienten, die schreien und wundern sich, warum wir sie erstmal nicht beachten. Das ist schwierig für uns, weil wir sind ja da, um die Leute zu retten. Und am liebsten würden wir aussteigen und uns einen Patienten schnappen und den versorgen. Wenn wir das aber tun, dann gehen uns Patienten durch, die vielleicht unsere Hilfe nötiger brauchen. Der Zustand der angefahrenen jungen Frau hat sich dramatisch verschlechtert. Sie ist bewusstlos und nicht mehr ansprechbar. Können wir rausziehen? Ein bisschen Platz mal hier jetzt. Ich ertrage, wir wissen, wir haben ein Problem. Sobald ein Patient bewusstlos wird, so wie es ja bei der Frau unter dem Auto dann später auch tatsächlich passiert ist, ist es für uns wichtig, dass die Atemwege gesichert sind. Das heißt, wir schieben einen Schlauch in die Luftröhre. Und somit gibt es da keine Möglichkeit mehr, dass irgendwelche Flüssigkeiten oder andere Stoffe in die Lunge gelangen. Das ist erstmal unser Hauptproblem. Zum anderen muss sie stabilisiert werden. Das heißt, sie wird früher oder später ein Volumenmangelproblem entwickeln. Das müssen wir mit Volumengabe puffern und dann später unter Umständen auch mit einer Bluttransfusion. Die angefahrene Frau schwebt in akuter Lebensgefahr und droht innerlich zu verbluten. Während sie von den Sanitätern erst versorgt wird, tut sich für die Rettungskräfte eine neue Herausforderung auf. Es fehlen die angeforderten Kollegen. Das Problem ist, wir haben einen weiteren parallel laufenden Einsatz, auch mit einem schweren Verkehrsunfall. Ja. Das dauert jetzt alles. Okay, also müssen wir jetzt erstmal hier zaubern, müssen wir klarkommen. Ja? Wenn du gleich die Leute wieder hier hast, ja? Dann möchte ich, dass jeder hier eine Vigo bekommt und eine Infusion. Richter. Ich werde mich gleich hier um die Schwerverletzte kümmern. Wir haben eine Open-Book-Fraktur mit einem brettharten Bauch. Also die Dame muss gleich schleunigst transportiert werden. Die junge Mutter ist immer noch bewusstlos und bekommt kaum Luft. Die beiden Sanitäter Michael Winkler und Franco Fabiano müssen daher eine künstliche Beatmung einleiten. Die Intubation muss unter Narkose passieren, weil sie noch ein bisschen selbst geatmet hat. Und dann, wenn man ihr dann da einen Schlauch reinschiebt, dann kann man sie nicht vernünftig beatmen. Deswegen haben wir eine Narkose gemacht. Wir haben Narkosemedikamente gegeben und so lange die Mittel gespritzt, bis sie selbst das Atmen eingestellt hat. Das haben wir dann für sie übernommen. Zum anderen hat sie dort noch eine Menge Volumen bekommen. Das heißt, um den etwaigen Volumenverlust auszugleichen, muss da Flüssigkeit nachlaufen. Ja, und dann wird sie engmaschig überwacht und in ein geeignetes Krankenhaus unter Voranmeldung verbracht, weil die Patientin retten wir hier vor Ort nicht. Diese Patientin rettet tatsächlich nur eine Operation im Krankenhaus. Ich würde auch vorschlagen, mit ihr halten wir uns auch gar nicht lange auf hier. Ne? Wir machen eben Intubation, Grundversorgung und dann muss sie ins Traumazentrum. Muss sie sofort gleich eine Schlinge ziehen. Wisst ihr schon was wegen dem Kind? Die Polizei ist da dran. Die Fahndung nach dem vermissten Kind läuft auf Hochtouren, bislang jedoch ohne Erfolg. Doch plötzlich taucht ein junger Mann mit dem gesuchten Jungen auf. Hey, schönen guten Tag. Ja. Wer sind Sie? Darf ich bin Mario. Kommen Sie, von wo kommen Sie jetzt gerade? Von unten. Ich habe dem Kleinen was geholt.
Wir suchen hier händeringend das Baby. Ach so. Sie können sich vorstellen, dass die Mutter nach ihrem Kind ruft, ne? Ja, aber da war ein Schrei und ich wollte nicht, weil ja, ich wollte nicht, dass das alles für sie. Zunächst mal, denke ich, hat er im Sinne des Kindes gehandelt. Auf der anderen Seite kann man ihm natürlich vorwerfen, er hat der Mutter ein Kind weggenommen und ist dann irgendwann nach einer Viertelstunde mit diesem Kind wieder aufgetaucht. Also der junge Mann wird sicherlich zu der Sache noch vernommen werden und wird sich dazu äußern müssen. Noch ist nicht klar, wie der schwere Verkehrsunfall im Detail abgelaufen ist und wer die Schuld daran trägt. Bei der Vernehmung der Zeugen kommen erschreckende Hinweise ans Licht. Er hat sich aufgeregt über den Preis, über den Fahrpreis, hat nur 2,60 Euro dabei. Ja, soll er dann auch andauernd die erhöht? Einer spricht. Ja, das Problem ist aber, ich mache die Preise ja nicht. So, und dann habe ich gesagt, 2,80 kostet und ja, nach hin und her. Der hat mich schon so nervös gemacht, habe ich mir gedacht, weißt du was, ob die 20 Cent, ich habe ihn reingelassen. Ja. Und zwar habe ich die junge Frau nur gesehen, wie sie in den Bus steigen wollte. Sie hat irgendwas vor sich hergeschoben. Ich weiß es nicht, ob das ein Trolley war oder ein Kinderwagen, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall hat sie noch irgendwas verloren und oh mein Gott. Wir hatten eine junge Frau, die uns auch alarmiert hat, die den Notruf angerufen hat. Sie war zwar etwas aufgeregt, konnte aber in allen Einzelheiten schildern, weil sie es tatsächlich gesehen hat, von vorne bis hinten, was dort passiert ist. Dann hat der Busfahrer auch schon die Tür zugemacht. Ja, und dann ist sie in der Tür hängen geblieben und ist mitgeschliffen worden vom Bus. Ja, das haben Sie von Anfang bis Ende gesehen? Ja, ich bin noch hinterher gelaufen. Sie hat dann irgendwann losgelassen, rollte in den Bus. Ja, und dann ging es so schnell. Und dann haben Sie mitgeschliffen, oder was? Ein Stück mitgeschliffen. Ich habe dann eine Vollbremsung gemacht. Und auf diesem Grund sind alle Fahrgäste. Ich bin am Lenkrad geschlagen, die Leute sind geflohen. Ja, und dann kam auch schon ein Autofahrer und erwischte sie am Kotflügel. Also okay, ich meine auch, er war noch mit dem Handy am Hantieren, also ich bin mir nicht sicher, aber es ist unfassbar, echt. Nach dem Stand der Dinge ist es schwierig, von einem Verantwortlichen zu sprechen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich sagen, dass es sich um eine Verkettung ungünstiger Umstände handelte. Wobei wir aber noch einen Fakt nicht außer Acht lassen dürfen. Wir haben auch den Bus, so witzig wie das vielleicht klingt, sichergestellt, und zwar zur technischen Überprüfung. Wenn alle Beteiligten, alle Zeugen, die wir gefunden haben, davon berichten, dass die junge Frau mit ihrem Arm in der Tür hängen geblieben ist, dann liegt ein technisches Versagen eines Sicherheitssystems vor. Denn solange die Tür nicht komplett geschlossen ist an so einem Fahrzeug, dürfte dieses Fahrzeug nicht anfahren können. Und genau diese Situation haben wir aber leider gehabt. Die Schuldfrage ist daher weiterhin offen. Das Rettungsteam kämpft derweil vor allem um das Leben der schwer verletzten Mutter. Sie muss schnellstmöglich operiert werden. Kümmerst du dich gleich auch um, genau, um die Betten? Genau, ich habe schon um die Betten schon gekümmert. Ach, super. Und zwar, Klinik am Südring kann die Patienten diese aufnehmen. Ja, gut. Die mit dem Oberschenkelhals, Oberschenkelhals auch weiblich, auch Klinik am Südring. Der Rest wird gerade gesucht, wo der verteilt werden kann. Alles klar. Die sind primär nicht schwer verletzt, leicht verletzt. Also von daher alles ist gut. Also wir hatten in der Ablagestelle mehrere Schürfwunden an Knie, Kopf. Ein Patient ist wohl schwer gestürzt auch. Der hatte dann zusätzlich noch einen Stiffneck von uns bekommen, wurden alle betreut. Alle waren vital nicht bedroht, alle waren gut mit dem Blutdruck, konnten ganz klare Angaben, hatten keine Orientierungsschwierigkeiten oder sonstiges. Die Verletzten der Kategorie 2 und 3 sind versorgt. Auch dem Kind geht es gut. Klaus Wiebel verhört nun den Pkw-Fahrer, der die junge Mutter angefahren hat. Und auf einmal war eine Frau neben mir und ich kann es auch nicht genau, es war alles so schnell, ich kann es nicht beschreiben, tut mir leid. Haben Sie ein Handy? Ja. Darf ich das haben? Ja. Ich muss es leider bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden sicherstellen. Wir werten das aus. Ich habe ihm eröffnet, dass wir sein Handy aufgrund bestimmter Umstände und Aussagen sicherstellen müssen. Wir haben das Handy dann schließlich mitgenommen, werden das unseren Fachleuten vorführen, die ganz genau auslesen können, was mit diesem Handy passiert ist. Eine Augenzeugin will beobachtet haben, dass der Pkw-Fahrer telefoniert hat. Ihm droht eine harte Strafe. Einsatzleiter Tom Riedel kümmert sich um das Kind. Hallo, kleiner Schatz. Ja, da komm mal. Gut, also das, im Kinderwagen war das Kind, als der Unfall passiert ist. Okay. Das Kind schreit, hallo. Also das Kind war augenscheinlich unverletzt, also es lagen keine sichtbaren Verletzungen vor. Das Kind hat geschrien
Bei uns heißt es immer, ein Kind, das schreit, dem geht es gut, also bekommt auch genug Luft. Ich habe dann so ein paar grundlegende Untersuchungen gemacht. Ich habe einmal die Recap-Time überprüft, das heißt, man drückt hier oben drauf bei dem Kind, dann drückt man das Blut da weg, nimmt die Hand weg und zählt die Sekunden, bis diese Stelle wieder durchblutet ist. Das Kind war gut durchblutet, also die Recap-Time bei dem Kind war super. Nichtsdestotrotz muss dieses Kind natürlich noch mal einem Pädiater oder einem Unfallpädiater vorgeführt werden. Das ist halt ein Kinderarzt, der auf Unfälle spezialisiert ist. Die werden das Kind durchchecken, überprüfen. Und das ist halt der normale Ablauf. Also jeder, der an so einer Unfallstelle beteiligt ist, muss auch von einem Arzt gesehen werden. Also Herrschaften, Sie haben es mitbekommen, Sie müssen gleich alle einmal ins Krankenhaus zur Untersuchung. Da sind Sie auch alle mit einverstanden, ja? Gut, es kommen gleich weitere Rettungsmittel, die Sie aufnehmen werden. Solange ist dieser Kollege Ihr Ansprechpartner. Ja, der hat das ja die ganze Zeit schon so gut gemacht, der bleibt jetzt Ihr Ansprechpartner. Wenn sich irgendwas ändert an Ihrem Zustand, dann schreien Sie bitte ganz laut und sagen ihm das. Weil ich bin gleich mit dem RTW im Krankenhaus, weil wir dort eine schwer verletzte Person haben, die jetzt auf den OP-Tisch muss. In einer Not-OP konnten die Ärzte der Klinik am Südring die schweren inneren Blutungen stoppen und das Leben der Mutter retten. Sie wurde nach 2 Wochen Aufenthalt wieder entlassen. Auch die anderen Verletzten haben keine bleibenden Schäden davongetragen. Der Busfahrer und auch der PKW-Fahrer müssen sich wegen fahrlässigen Handelns verantworten.